Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir mit Frankens Bierwelt zu Gast bei Ammerndorfer Bier, hier in Ammerndorf natürlich. Zeit hat sich die Claudia Behunig-Murmann genommen, danke da schon mal. Und jetzt fangen wir mal, Ammerndorf klingt irgendwie weit weg, aber wir sind ja eigentlich so im Herzen von Mittelfranken. Genau, also wir sind mitten in Ammerndorf, hier ist die Brauerei und Ammerndorf liegt zwischen Cadolzburg und Rostal und eigentlich auch nur eine Viertelstunde von Fürth weg. Also wir liegen doch zentrumnah auch zu Fürth und Nürnberg. Also Erlangen, Fürth, Nürnberg, genau. Ist eigentlich alles eine Viertelstunde, 20 Minuten zu erreichen. Kann man sich dann so ein bisschen mal ein Bild davon bilden. Wir können mal gleich zu den Anfängen der Brauerei kommen, machen wir so immer beim ersten Gespräch. Das ging ja mal irgendwann 1505 los, dann war Krieg, dann war Pause und ihr, die Familie, hat dann mal so 1730 mal wieder neu gestartet. Genau. Ein Tobias Steinberger hat damals die Brauerei gegründet und dann kamen verschiedene Familien Murmann und wann war 1924 ist meine Oma geboren, es war die erste Dame hier in der Brauerei und die hat natürlich dann einen Braumeister gesucht, meinen Opa, der kam dann aus Untersimau von der Brauerei, Brauerei Murmann heißt die, gibt es auch heute noch und dann hat hier eingeheiratet. Und ja, so kam das dann. Dann kam mein Vater, 1951 geboren und ist dann 1900, in die Brauerei bald eingestiegen. Und ja, und dann kamen meine Schwester und ich und wir sind jetzt mittlerweile auch schon seit 10 Jahren hier. Das ist ja schon die 10. Generation. Genau, wir sind auch die 10. Generation. Und dann muss man auch sagen, Schwester und du, könnt ihr diese, ich will die Frage nicht stellen, das noch hören oder so, ist eigentlich der heutigen Zeit blöd. Zwei Frauen in der Männerdomäne ist ja nichts Besonderes mehr. Ne? Oder ihr beobachtet das auch, ich kenne jetzt, wie viele Lehrmädchen mittlerweile da unterwegs sind. Das macht doch auch schon Spaß zu sehen. Es ist schon noch was Besonderes. Für uns ist es was Besonderes und wir sind auch dankbar, dass wir zu zweit sind, wir Schwestern. Und wir können uns eigentlich gar nichts anderes vorstellen. Ja, ich meine, weil jetzt diese Frage eigentlich... Die stellt jeder, ja. Ja, aber deswegen aber wollte ich es nicht stellen. Ich beantworte sie gerne, weil wir sind stolz darauf, dass wir zwei Mädels sind und als Damen hier die Brauerei führen. Und normalerweise ist es ja echt hinfällig. Und wie gesagt, ich kenne echt schon viele Lehrlinge. Aber es ist halt leider doch noch eine Männerdomäne. Aber man kann sie, man weiß sich zu helfen und kann das als Frau genauso meistern. Jetzt kommen wir gleich mal zum Bier. Ja. Du hast da was hergestellt. Gibt ja hier, ich sag mal, das normale hier, helles Pilz, Landbier, Spezial. Es ist ja wenig Schnickschnack dabei, ne? Ja. Konzentriert euch aufs Bierbrauen. Das sind bodenständige Biere, die für jeden Geschmack ist was dabei. Und der Klassiker ist halt unser helles. 80% kaufen das helle Bier. Passt halt einfach zu jeder Gelegenheit. Aber für alle anderen Liebhaber haben wir auch noch was dabei. Also. Und so saisonal natürlich auch. Genau, das ist dann unser Bockbier. Den gibt es immer jedes Jahr ab Oktober. Da ist auch unsere Bockbiernacht, unser Bockbieranstich hier im Hof, im Brauereihof, machen wir einen kleinen Bockbieranstich mit Feuertonnen und ein kleines Fest. Und dann gibt es ihn bis März, April, bis er dann ausverkauft ist. Ihr seid natürlich auch regional verwurzelt. Die Rohstoffe bezieht ihr dann schon regional. Also ja, wir beziehen unseren Hopfen von Spalt. Ihr kennt ihn. Und ja. Die Leute, die Zulieferer, ja, die Bauern. Mit denen, also mein Vater und mein Opa, die haben alle schon mit denen zusammengearbeitet und wir haben jetzt auch heuer mit einem Bauern hier im Nachbarort in Steinbach auch zum ersten Mal Gerste angebaut, weil man ja, es war alles ja so, man konnte ja alles nicht planen letztes Jahr mit dem Krieg und dann mit Corona, die Preise sind in die Höhe geschossen und jetzt haben wir eben das erste Mal Gerste selber angebaut und die wächst jetzt, Gott sei Dank. Es hat auch geregnet. Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank, ich bin hergefahren im Regen, wie halt immer dann. Aber ja, die brauchen es halt. Ja, also alles regional. Jetzt waren wir da beim Opa mal, da steht auch außen da drin, das Bier muss Zeit haben zum Reifen. Habt ihr da so einen Spruch? Also da bleibt der Bauch auch dabei, ne? 40 Tage, so soll es schon sein. Ja, also mindestens 5 bis 6 Wochen Lagerzeit und das versuchen wir auch wirklich im Sommer zu halten. Deswegen haben wir auch einen riesen Anbau da vor 3 Jahren gemacht, nochmal, dass wir nochmal Lagertanks haben und dass wir auch wirklich die Zeit einhalten können. Ihr tut schon immer sinnvoll modernisieren. Aber muss man auch immer machen, ein bisschen mit der Zeit gehen. Sonst mein Vater hat schon sehr intensiv investiert die letzten Jahre und auch seitdem wir seit 10 Jahren da sind, ist immer wieder was Neues gekommen, neues Sudhaus, neuer
Lager- und Gärtanks hingekommen. Dann nochmal neue Gärbottiche, also alles neu. Alle, fast. Nur die Gemäuer sind die alten. Ja, aber das hat auch seinen Charme, das wäre ja auch schade drum. Ja. Weil es ist halt noch eine Brauerei, wie man sich das vorstellt. Sonst ist eine Halle ist ja offen. Ne? Was das Neues steht in der Halle drin, ist so heutzutage das das ist nicht Sudhaus mit dieser türkisfarbenen Fliesen findet man halt fast nicht mehr. Die sind jetzt übermalt. Deswegen ist so. Versteckt. Vertrieb macht ja auch fast regional. Ja, eigentlich immer fast nur. Alles nur hier rum. Wir haben zwei eigene Bierfahrer, die fahren das Bier aus und arbeiten mit zwei Großhändlern zusammen. Also wir vertreiben eigentlich das Bier nur hauptsächlich so 50 Kilometer um Schornstein. Und ihr habt auch einen eigenen... Und unseren eigenen Getränkemarkt. Getränkemarkt, neu umgebaut. Genau. Können wir vielleicht noch ein Foto machen. Ja, schaut gerne. Schön aus, ist auch alles neu. Gibt es auch Fässer und... Genau, Partyfässer, was man so braucht. Garnituren zum Ausleihen, Gläser. Was man halt alles so für das Festchen. Fest. Genau. Jetzt... Habt ihr hier natürlich auch was anderes noch im Haus? Wir stehen, ihr macht auch Braukurse. Ja. Da habe ich was Besonderes entdeckt. Die kriegen auch irgendwann ihr eigenes Bier mit, stimmt das? Ja, wir haben jetzt noch keinen gestartet, genau. Aber wir sind hier gerade in unserem Mini-Sudas und es kann bald losgehen. Und wenn man dann Bier braucht, dann kriegt auch jeder natürlich sein Bier dann nach sechs Wochen mit. Ne, da kann man dann wirklich das eigene ab. Sonst kriegt man halt eine Flasche mit und hier, ne, also. Nee, wir wollen schon, dass die Leute ihr eigenes. Ja. Das ist schon ein Novum. Dann stehen wir hier auch natürlich da. Ihr habt eine Wirtschaft auch. Omas Wirtschaft gegenüber so. Aber ja. Die wird leider nicht mehr betrieben, halt nur für. Für spezielle Feste. Genau. Und eine Gastwirtschaft gibt es aber gegenüber auch noch. Ja. Also was zu essen findet man hier auch in Ammerndorf. Ja. Und das man Bier dazu. Dann haben wir es jetzt eigentlich schon in aller Kürze. Ist dir noch irgendwas wichtig, was du hier Frankens Bierwelt mitgeben möchtest? Das ist immer die Frage der Fragen. Nein, es ist schön, dass wir uns mal kennengelernt haben und dass du mich besucht hast. Und ich hatte gesagt, wir schauen uns jetzt noch den Getränkemarkt an und lassen uns ein Bier schmecken. Das auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, danke dir und danke. Euch danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.